Was ich heute machen möchte, ist, ich werde Ihnen nicht ein Rezept mit nach Hause geben, das Sie in der Praxis anwenden können. Die Stammzellforschung ist in vielen Bereichen noch nicht so weit. Was ich aber tun möchte, ist, ich möchte Ihnen einen Ausblick geben auf das, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Ich habe mich nicht nur auf unsere eigene Arbeit bezogen, sondern möchte Ihnen einen Überblick über das Gebiet geben, an dem wir arbeiten, nämlich die Erzeugung von menschlichen Organen aus Stammzellen. Ich werde mich zunächst mit den Grundlagen dieser Arbeiten befassen, werde Ihnen dann Beispiele geben für Organoid-Systeme, die relativ weit sind, und am Schluss werde ich Ihnen auch unsere eigene Arbeit nicht vorenthalten. Ich bin jetzt schon ziemlich lange in Wien und deswegen habe ich auch einen Blick fürs Negative mir erworben, und deswegen fange ich an mit einem Problem. Diese Grafik zeigt Ihnen die Entwicklung der Gesamtausgaben der pharmazeutischen Industrie und letztendlich das, was dabei rauskommt, die Zahl der neuen Medikamente, die auf den Markt kommen. Und was Sie sehen, ist, da gibt es ein Ungleichgewicht. Die Situation ist sogar noch schlimmer. Innerhalb der letzten 5 Jahre wurden weniger neue Medikamente zugelassen als in den 5 Jahren davor. 2009 wurden nur 24 neue Medikamente zugelassen, und man sollte betonen, dass 20 davon nur dazu dienten, die Konkurrenz auszustechen, und nur 4 neue Wirkungsprinzipien beschreiben. Demgegenüber stehen die gesamten Forschungsausgaben der pharmazeutischen Industrie, die sich auf 50 Milliarden Dollar im Jahr belaufen. Und das macht Forschungsausgaben pro einzelnes Medikament von etwa 1,8 Milliarden Dollar. Was diese Entwicklung wahrscheinlich zur Folge haben wird, ist, dass irgendwann Medikamente kaum mehr bezahlbar werden. Sicherlich nicht von einem Versicherungssystem, das alle Menschen versucht, gleich zu behandeln. Mit ein Grund dafür ist, dass die biomedizinische Grundlagenforschung enorme Fortschritte gemacht hat, dass es aber nicht unbedingt gelungen ist, die Ergebnisse in neue Medikamente umzuwandeln. Und ein Grund dafür ist, dass von den Forschungsausgaben pro Medikament nur 1% in der präklinischen Phase verbraucht werden, aber ein großer Teil in der klinischen Phase. Also, was wir brauchen, sind neue Methoden, um die Ergebnisse aus den Tierversuchen auf den Menschen zu übertragen. Und hier bietet uns die Stammzellforschung eine große Chance. Wie Sie sicher wissen, werden ganz große Hoffnungen in die Stammzellforschung gesetzt. Stammzellen, glaubt man, werden dazu verwendet werden, um menschliche Organe zu erzeugen, die man dann in der regenerativen Medizin verwenden kann, die man aber auch verwenden kann, um Toxizität von Chemikalien zu testen oder die Wirksamkeit von Medikamenten. Das lässt sich dann kombinieren mit der Untersuchung der genetischen Ursachen der Krankheiten. Auch hier glaubt man, dass die Stammzellforschung einen großen Beitrag leisten können wird. Und zum anderen sollen Stammzellen der Grundlagenforschung verwendet werden, um die Mechanismen herauszufinden, die Zellen verwenden, um sich in ganz bestimmte Zelltypen zu spezialisieren. Wie die meisten von Ihnen wissen werden, wenn ich hier von Stammzellen rede, dann meine ich sogenannte embryonale Stammzellen beim Menschen. Also embryonale Stammzellen sind Stammzellen, die sich in ihrem Grundzustand befinden. Also das sind Zellen, die noch völlig unspezialisiert sind und sich deswegen in jeden Zelltyp in unserem Körper verwandeln lassen. Diese Stammzellen, diese embryonalen Stammzellen werden aus Blastozysten gewonnen, aus der sogenannten Inner Cell Mass einer Blastozyste. Blastozysten sind ein Nebenprodukt der In-vitro-Fertilisation, und lange Zeit wurden menschliche embryonale Stammzellen aus menschlichen Blastozysten gewonnen. Sie können dann
aber unbegrenzt in Kultur gehalten werden, sodass heutzutage meist Stammzelllinien verwendet werden, die vor 10 bis 20 Jahren eigentlich erzeugt wurden. Vor einigen Jahren kam es zu einer wirklichen Revolution in der Forschung mit embryonalen Stammzellen, nämlich durch die Arbeiten von Shinya Yamanaka, der es geschafft hat, erwachsene Zellen in solche embryonale Stammzellen umzuwandeln. Was Shinya Yamanaka gezeigt hat, ist, dass durch die Einführung von vier Genen, OCT4, KLF1, OCT4 und NANOC und MYC, sich Fibroblasten in ihren Grundzustand zurückversetzen lassen und dadurch pluripotente Stammzellen erzeugt werden können, die in den meisten Eigenschaften, vielleicht nicht allen, aber in den meisten Eigenschaften den menschlichen embryonalen Stammzellen entsprechen. Was dies der Stammzellforschung ermöglicht hat, ist einerseits aus diesem ethischen Dilemma herauszukommen, zum anderen aber auch, dass wir nun pluripotente Stammzellen herstellen können von mehr oder weniger jedem Patienten. Und das in einer Geschwindigkeit, die für eine Therapie geeignet wäre. Und es ist nun begonnen worden, diese iPS-Zellen, diese induzierten pluripotenten Stammzellen, zu verwenden, um Krankheiten zu modellieren. Bisher ist das in relativ bescheidener Weise gelungen. Also es wird einem Patienten, der an einer Erbkrankheit leidet, eine Biopsie entnommen. Daraus werden Fibroblasten gewonnen. Die werden dann durch Reprogrammierung in diese iPS-Zellen verwandelt. Und die iPS-Zellen werden dann spezialisiert in bestimmte Zelltypen. Und so wurde zum Beispiel ein Modell, das allererste Modell war ein Modell für ALS, in dem Neuronen erzeugt worden sind. Es wurden auch Neuronen erzeugt, die bestimmte Aspekte der Alzheimer'schen Krankheit oder aber Parkinson'schen Krankheit modellieren. Es wurden bestimmte Muskelerkrankungen modelliert. Aber natürlich sehen wir sofort, dass diese Art der Modellierung nicht perfekt ist. Denn wir untersuchen dann die Zellen in Isolation und die Zellen verlieren den Zusammenhang mit den anderen Zellen und diese Methode beschränkt sich auf Erkrankungen, die sich auf zellulärer Ebene untersuchen lassen. Ist aber nicht anwendbar für Krankheiten, die zu einem Strukturdefekt eines Organs führen. Und hier kommt nun das Thema ins Spiel, über das ich heute Abend reden werde. Das sind sogenannte Organoide. Organoide sind organähnliche Strukturen. Das Gebiet der Organoidforschung ist so jung, dass wir diesen Begriff Organoid erst definieren mussten. Und wir definieren also eine Ansammlung verschiedener organspezifischer Zelltypen, die sich aus pluripotenten oder organspezifischen Stammzellen entwickeln und die die räumliche Organisation dieses Organs widerspiegeln und die bestimmte Aspekte der Funktion dieses Organs ausüben können. Also wichtige Charakteristika eines Organoids sind zum einen, dass es mehr als einen Zelltyp des Organs enthält, dass diese Zelltypen räumlich so angeordnet sind, wie sie es im endogenen Organ sind, dass diese Zelltypen aus Stammzellen, entweder aus den Organstammzellen oder aus embryonalen Stammzellen entstehen und dass dieses Organoid zumindest einige der Funktionen des Organs ausüben kann. Typischerweise läuft die Erzeugung eines Organoids beim Menschen auf diese Art und Weise ab. Zunächst werden pluripotente Stammzellen erzeugt, die überlässt man dann sich selber. Sie spezialisieren sich zufällig in verschiedene Zelltypen und dann passiert etwas, was man in Englisch als Magic bezeichnen würde. Die Zellen beginnen sich aufzuspalten, die verschiedenen Zelltypen beginnen sich auszusortieren und dann in vielen Fällen von selbst in die jeweiligen Lineages, also in die jeweiligen Zellstammbäume zu spezialisieren und letztendlich bilden sie eine Struktur aus, die dem endogenen Organ entspricht.
Das hört sich nun alles sehr neu an, aber wie so viele neue Erkenntnisse beruht es auf Ergebnissen, die eigentlich schon sehr alt sind. Es war ein deutscher Entwicklungsbiologe, Johannes Holtfretter, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits die Grundlagen für diese Art von Arbeit gelegt hat. Holtfretter ist in Deutschland aufgewachsen, hat zuerst in Deutschland gearbeitet, musste dann emigrieren, zuerst nach Cambridge, dann nach Kanada an die McGill University und hat dann später seine Hauptarbeit an der University of Rochester durchgeführt. Und Holtfretter hat zwei klassische, sehr wichtige Experimente gemacht und die sind hier dargestellt. Das erste Experiment war, er hat mit Amphibien gearbeitet und hat diese Amphibien-Embryonen in ihre Einzelteile, also in Einzelzellen zerlegt. Hat diese Zellen dann sich selbst überlassen und hat beobachtet, dass diese Zellen sich spontan zu Kugeln zusammenlagern. Aber nicht nur das, er hat dann gesehen, dass diese Kugeln weitergehende morphogenetische Prozesse durchmachen. Zum Beispiel können zwei Kugeln miteinander fusionieren und dann können sich Kugeln ausbilden, aus denen Zellen auswandern. Und daraus hat er geschlossen, dass hier verschiedene Zelltypen vorhanden sein müssen. Die einen bilden die Kugel aus und die anderen gehen lieber auf Wanderschaft. Und das hat eigentlich die Grundlage gelegt für den Glauben, dass Zellen, zumindest in Säugetieren, sich selbst auf eine Art und Weise organisieren können, die einem Organ entspricht. Holtfried hat noch ein zweites sehr wichtiges Experiment gemacht. Er hat nämlich Ektoderm, Endoderm und Mesoderm eines Xenopus-Embryos aufgetrennt und dann gemeinsam kultiviert. Und was er beobachtet hat, ist, dass sich dann eine dreidimensionale Struktur herausbildet, bei der Ektoderm und Endoderm außen zu liegen kommen und eine Schale bilden, um eine mesenchymale Struktur, die dem Mesoderm entspricht. Und wenn Sie so wollen, war das das erste Organoid, das erzeugt wurde. Eigentlich hätten diese Arbeiten für uns nicht allzu überraschend sein sollen, denn es gibt schon seit sehr langem eine Erkenntnis über eine Art von Tumor, die als Teratom bezeichnet wird. Das ist eine relativ seltene Art von Tumor, ist ein gutartiges Ovarialtumor, ein gutartiger Ovarialtumor und die Eigenschaft dieser Teratome ist, dass sie aus pluripotenten Stammzellen entstehen. Das heißt, was hier passiert, ist, dass Eizellen spontan anfangen, sich zu differenzieren und mehr oder weniger im Ovar sich ein Organoid herausbildet. Und das sind Bilder solcher Teratome, die wahrscheinlich auf mich erschreckender wirken als auf Sie. Aber was man hier erkennt, ist, hier ist ein Teratom, bei dem Zähne komplett ausgebildet sind, hier ein anderes Teratom, bei dem sogar ein Arm ausgebildet wurde und hier ein weiteres Teratom, bei dem Haare ausgebildet sind und Zähne. Das heißt, in diesem gutartigen Tumor sind die Zellen ohne Einwirkung von außen dazu in der Lage, komplette Strukturen eines menschlichen Körpers auszubilden und das ohne einen intakten Embryo. Diese frühen Erkenntnisse haben dann mehrere Labore dazu bewogen, zu versuchen, das im Labor nachzubauen, und zwar in einer gezielten Art und Weise. Und das erste funktionelle Organoid wurde in Holland im Labor von Hans Clevers hergestellt. Und das ist ein Organoid, das den Dünndarm nachbildet. Und um Ihnen das zu erklären, möchte ich Ihnen kurz einen Film zeigen, der die Physiologie des Dünndarms widerspiegelt. Wie Sie sicherlich wissen, besteht der Dünndarm aus die Dünndarmschleimhaut aus diesen Darmzotten, die in einer sehr, sehr toxischen Umgebung sich befinden. Der Darm ist voll mit Verdauungsenzymen und Bakterien und deswegen erneuern sich die Zellen im Dünndarm extrem schnell. Was das Labor von Hans Clevers über Jahre hinweg gefunden hat, ist, dass die Stammzellen hier unten in den sogenannten Krypten im Dünndarm sitzen.
Hier sitzt immer eine Stammzelle und daneben eine sogenannte Punnett-Zelle. Und was Hans Clevers zeigen konnte, ist, dass diese Stammzellen dann anfangen, sich zu teilen und deren Tochterzellen dann das gesamte Darmepithel besiedeln. Diese Zellen wachsen dann langsam nach oben, sie fangen an, sich zu spezialisieren, es bilden sich Zilien aus und die Zellen spezialisieren sich in verschiedene Zelltypen, zum Beispiel die Goblet-Zellen oder die Enterozyten. Und diese Zellen wandern dann immer weiter bis ganz nach oben an die Spitze der Darmzotten, wo sie dann abgestoßen werden. Und jeder von uns verliert hier Zellmasse im Grammbereich jeden Tag in unserem Dünndarm. Was das Labor von Hans Clevers dann herausgefunden hat, sind die Mechanismen, die diese Dünndarmstammzellen antreiben. Hier ist nochmal die Struktur des Darms gezeigt. Hier ist der sogenannte Villus, hier sind die Krypten und unten an der Basis der Krypten befinden sich diese Stammzellen. Hans Clevers hat gezeigt, dass diese Stammzellen ein bestimmtes Gen exprimieren, das nennt sich LGR5. Und das wurde dann zum Schlüssel, um diese Stammzellen auch aufzureinigen. Was Hans Clevers Labor weiterhin zeigen konnte, ist, dass diese Stammzellen neben anderen Zellen sitzen und diese anderen Zellen heißen die Punnett-Zellen. Und diese Punnett-Zellen treiben die Teilung in den Stammzellen an und halten diese Stammzellen in ihrem Grundzustand. Und das passiert über mehrere Signaltransduktionsprozesse. Einer dieser Prozesse ist EGF, das von den Punnett-Zellen sekretiert wird und von den Stammzellen aufgenommen wird. Das andere ist der Notch-Delta-Signaltransduktionsweg und ein dritter Weg ist Wnt Signaling, das auch von LRP5 und 6 Rezeptoren aufgenommen wird. Gleichzeitig gibt es ein inhibierendes Signal, das über den sogenannten BMP-Rezeptor ausgeübt wird. Und was sich die Gruppe von Hans Clevers nun überlegt hat, ist, man könnte diese Signale alle kombinieren, also EGF-Rezeptor aktivieren, Notch aktivieren, Wnt aktivieren und BMP inhibieren. Das kann man machen mit einem Molekül, das nennt sich Nogging, das ist ein diffundierender BMP-Inhibitor. Und dann könnte man diese Stammzellen längere Zeit am Leben erhalten. Und was dann passiert, ist hier gezeigt. Um diese intestinalen Organoide zu erzeugen, werden Stammzellen aus Krypten isoliert. Das macht man über fluoreszenzaktiviertes Cell Sorting, wo LGR5 als Marker verwendet wird. Die Zellen kommen dann in Kultur und dann werden sie behandelt mit einem Cocktail, der all diese Signaltransduktionswege auf eine Art und Weise einschaltet, wie sie hier in der Kryptbasis auch eingeschaltet werden. Was dann passiert, ist hier schematisiert. Hier ist eine einzelne LGR5-positive Zelle gezeigt. Diese Zelle teilt sich, bildet zunächst ein Lumen aus. Dieses Lumen wird dann größer, wächst und bestimmte Zellen in diesem Lumen bleiben LGR5-positiv, während die anderen nicht positiv sind. Und diese Zellen organisieren dann eine Ausstülpung, die so ähnlich ausschaut wie eine Krypte, und diese Multikrypten-Organoide entsprechen dann in vieler Weise dem Darm. Hans Clevers ist es gelungen, hier sogar eine tumorartige Transformation durchzuführen, wodurch es zur Überproliferation kommt. Und diese Organoide können auf überraschende Art und Weise in der Therapie eingesetzt werden. Bisher natürlich nur in der Maus, denn diese Organoide wurden zunächst in der Maus erzeugt. Was man machen kann, ist, man kann eine Wunde im Darm der Maus erzeugen, dann Organoide injizieren. Und was gezeigt werden konnte, ist, dass diese Organoide sich dann in die Darmschleimhaut integrieren und diese Wunde heilen können. Diese Organoide oder die Zellen dieser Organoide überleben dann in den Mäusen für über 6 Monate
Und es ist auch gelungen, Colitis, ein Maus-Colitis-Modell mit diesen Organoiden zu heilen. Um das Ganze am Menschen anzuwenden, muss man dieses System natürlich auf den Menschen übertragen. Und da kommt es natürlich zu einem Problem. Diese LGR5-positiven Zellen können wir aus dem Menschen natürlich nicht erzeugen, denn das geht nur, indem man den Darm sekretiert. Und deswegen war es eine andere Gruppe, die aus humanen iPS-Zellen dann über einen Cocktail von Faktoren, der mehr oder weniger wieder die endogene Entwicklung widerspiegelt, Darmstammzellen erzeugt hat, menschliche Darmstammzellen, und diese Zellen dann verwendet hat, um menschliche Darmorganoide zu erzeugen. Mechanismus der Kultur dieser Organoide ist so ähnlich dem, was in der Maus entwickelt wurde, dass ich hier nicht im Detail darauf eingehen möchte. Auf was ich aber eingehen möchte, ist, dass sich vor allem im Labor von Hans Klevers diese menschlichen Organoide inzwischen in der klinischen Phase für die Therapie von bestimmten Darmerkrankungen befinden. Und vor allem die Tatsache, dass sich diese Organoide so leicht in die Darmschleimhaut integrieren, weckt doch die Hoffnung, dass das eines der ersten Modelle sein könnte, wo eine Therapie dieser Art zum Zuge kommen könnte. Und ich möchte nochmal betonen, dass man diese Organoide natürlich aus jedem Menschen machen kann. Denn alles, was man braucht, ist eine Hautbiopsie von dem Menschen, die dann durch Reprogrammierung in iPS-Zellen umgewandelt wird. Und diese iPS-Zellen werden dann verwendet, um Organoide zu erzeugen, die man dann für die Therapie verwenden könnte. Ich sage könnte, denn noch ist es nicht so weit. Es gibt einige Hindernisse. Zum Beispiel ist es noch nicht möglich, iPS-Zellen, es laufen klinische Trials mit iPS-Zellen, aber noch ist es nicht möglich, iPS-Zellen auf eine Art und Weise herzustellen, dass sie klinisch verwendbar wären. Das war das erste Organoid-Modell, das erzeugt wurde. Ein zweites Organoid-Modell, das sich eigentlich noch weiter entwickeln ließ, sind Organoide aus der Retina. Das wurde in Japan entwickelt von Motozugo Airaku und Yoshiki Sasai. Yoshiki Sasai ist wirklich einer der Pioniere dieser Organoid-Technologie. Und hier wurde nun begonnen, die Organoide direkt aus embryonalen Stammzellen herzustellen. Was Yoshiki Sasai nun gemacht hat, ist, es wurden Aggregate aus embryonalen Stammzellen hergestellt unter serumfreien Bedingungen. Das heißt, unter serumfreien Bedingungen beginnen sich diese ES-Zellen eben nicht so stark zu spezialisieren, sondern sie bilden aus einen Ball an embryonalen Stammzellen. Diese Bälle werden dann größer, und was Yoshiki Sasai zeigen konnte, ist, dass wenn man diese zellulären Kugeln dann in eine Matrix aus extrazellulärer Matrix einbettet, das wird Matrigel genannt, dann bilden sich hier gewisse Regionen aus, die Gene zu exprimieren beginnen, die für die Retina typisch sind. Das spiegelt die endogene Retina-Entwicklung wider. Wie Sie vielleicht wissen, bildet sich die Retina ja aus durch eine Ausstülpung aus dem Neuralrohr, und dieser Vorgang scheint sich hier in Kultur widerspiegeln zu lassen. Also am Tag 5 der Kultur konnte festgestellt werden, dass hier sich retinale Identität entwickelt. 2 Tage später beginnen diese Zellen sich dann auszustülpen, und das Faszinierende an dieser Technologie ist, dass dann morphologische Vorgänge beginnen, die für die Augenentwicklung typisch sind. Also diese Kapseln beginnen sich einzustülpen. Und weil diese Vorgänge hier ein bisschen schwer sind, zweidimensional darzustellen, möchte ich Ihnen kurz einen Film zeigen. Zunächst diese Beginn der Ausstülpung. Das ist ein Film eines Retina-Organoids. Sie werden sehen, ein grüner Marker zeigt Zellen an, die Retina
Identität haben. Zunächst einmal beginnt das Organ zu wachsen und dann beginnen sich bestimmte Regionen in Retina-Vorläuferzellen zu spezialisieren und dann auf diese Art und Weise auszustülpen. Wenn man nun die Kultur weiter wachsen lässt, hier ist ein 3D-Film einer Kultur, in der speziell auf diesen Teil des Retina-Organoids fokussiert ist, dann wird man sehen, dass sich hier diese Ausstülpungen immer weiter ausbilden. Und in dem zweiten Teil dieses Films werden Sie sehen, wie diese Ausstülpungen entstehen. Zunächst eine Halbkugel und dann beginnen die Zellen hier zu invaginieren und eine Struktur zu bilden, die durchaus der eines sich entwickelnden menschlichen Auges entspricht. Was interessant ist an dieser Technologie, ist, dass diese Technologie sowohl mit Maus als auch mit Mensch durchgeführt wurde. Und wenn man sich nun den Durchmesser dieser Optik-Cups anschaut, dann sind die bei der Maus kleiner und beim Menschen größer. Und die Durchmesser entsprechen genau dem, was man in einem menschlichen oder einem Mausembryo auch findet. Es ist also wieder sehr überraschend, wie sehr doch diese Organkulturen die wirkliche Entwicklung eines Organs widerspiegeln können. Was kann man nun mit diesen Retina-Organoiden machen? Zunächst einmal ist es möglich, durch solche Organoide menschliche Krankheitsmechanismen, ich habe eins vergessen, eine Sache ist natürlich problematisch an diesen Organoiden: diese Organoide haben keine Linse. Die Linse kommt vom umgebenden Mesoderm und ich nehme an, dass das Team von Yoshiki Sasaeda im Augenblick daran arbeitet, aber noch ist es nicht so weit, dass man hier eine Kultur ausbilden kann, bei der es auch eine Linse geben wird. Und das schränkt im Augenblick noch die Verwendbarkeit dieser Kulturen ein. Dennoch könnte man sie verwenden für die Untersuchung menschlicher Krankheitsmechanismen, vor allem Retinitis pigmentosa, also einer Netzhauterkrankungen. Und es sind klinische Versuche unterwegs, diese Organoide für bestimmte Erkrankungen, vor allem für die Makuladegeneration, zu verwenden. Hier für Makuladegeneration laufen gerade klinische Trials in Japan mit isolierten iPS-Zellen. Diese Studien haben immer eine sehr lange Vorlaufzeit, das heißt, klinischen Studien, die im Augenblick ablaufen, beziehen sich immer auf den Forschungsstand von etwa vor 5 Jahren. Ja. Das heißt, die Organoide an sich sind meines Wissens noch nicht im klinischen Stadium, aber das wird sicherlich bald passieren. Also die Retina-Organoide sind sicherlich eines der besten Beispiele dafür, welche komplexe morphogenetische Vorgänge Zellen auch ohne äußere Einflüsse, wenn man sie nur sich selbst überlässt, durchlaufen können und erlauben nun doch Experimente für Embryologen, die vorher nicht möglich waren, nämlich zum Beispiel zu untersuchen, welche Kräfte haben nun Einfluss auf die Ausbildung dieser morphologischen Struktur, welche Zellen werden genau gebraucht und so weiter. Mittlerweile sind auch andere Organe als Organoide hergestellt worden. In allen Fällen wird das gleiche Schema durchlaufen, deswegen möchte ich Ihnen jetzt die Details hier vorenthalten. Leberorganoide wurden erzeugt. Das hat natürlich eine große Bedeutung, nicht nur für die regenerative Medizin, aber auch für die pharmazeutische Forschung, denn die Leber ist das hauptmetabolische Organ und eines der großen Probleme der pharmazeutischen Forschung ist, dass Medikamente anders metabolisiert werden im Menschen als im Tierversuch und deswegen hätte man hier gerne Testlebergewebe, vor allem individualisiertes Testlebergewebe, an dem man die Metabolisierung von Medikamenten testen kann. Im Laborversuch ist das mittlerweile gelungen. Mausorganoide wurden aus Leberstammzellen hergestellt, die können transplantiert werden und können Lebererkrankungen in der Maus retten. Menschliche Organoide wurden durch eine relativ komplizierte Methode erzeugt. Hier wurden Hepatozyten, die aus iPS-Zellen gewonnen sind, und mesenchymalen Stammzellen, Endothelzellen kokultiviert. Was aber sehr interessant ist an diesen menschlichen Organoiden, ist, dass sie das erste Mal Blutgefäße enthalten. Ich werde später noch darauf zurückkommen, dass das im Augenblick eine der größten limitierenden Faktoren ist in dieser Organoid-Forschung.
Forschung, nämlich die Vaskularisierung der Organoide. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass man diese menschlichen Leberorganoide dann in eine Maus transplantiert hat und dann nachweisen konnte, dass infolgedessen sich im Mausblut menschliche Metaboliten nachweisen lassen können. Also diese Maus-Mini-Lebern waren aktiv, diese menschlichen Mini-Lebern waren aktiv in der Maus. Erst Anfang dieses Jahres wurden auch Nierenorganoide publiziert. Das ist besonders kompliziert, weil wegen der Entwicklung der Niere, die sich aus der Ureterknospe und dem umgebenden Mesoderm entwickelt. Beide könnten getrennt aus iPS-Zellen entwickelt werden und bilden dann Glomeruli, wenn man sie zusammen kultiviert. Aber in einer zweiten Methode wurden sie auch gemeinsam aus menschlichen embryonalen Stammzellen hergestellt. All diese Versuche, menschliche Organe in Kultur nachzubauen, haben großen therapeutischen Einfluss. Was aber bis dahin nicht gelungen war, ist das komplizierteste aller Organe, nämlich das menschliche Gehirn in Kultur nachzubauen. Und das ist etwas, was mein Labor versucht hat. Aber bevor ich Ihnen diese Ergebnisse darstelle, möchte ich Ihnen einen kurzen möchte Sie kurz an die Entwicklung des Gehirns erinnern. Das Gehirn oder der Kortex entwickelt sich aus einem sogenannten Neuroepithel, das einen flüssigkeitsgefüllten Hohlraum, den Ventrikel, umschließt. Und es ist ein sehr einfaches Modellsystem, um es zu studieren, denn die verschiedenen Zelltypen in diesem Neuroepithel sind sehr nett entlang der apikal-basalen Achse angeordnet. Also hier auf der basalen Seite ist die sogenannte kortikale Platte. Hier sind die Nervenzellen, hier schicken sie ihre Axone aus und hier verdrahten sie sich. Hier auf der apikalen Seite ist die sogenannte Ventrikulärzone und hier sind die Stamm- und Vorläuferzellen. Und diese Stamm- und Vorläuferzellen teilen sich auf unterschiedliche Art und Weise. Am Anfang der Gehirnentwicklung teilen sie sich symmetrisch, sodass aus einer Vorläuferzelle zwei Vorläuferzellen werden und das führt zu einer anfänglichen Ausdehnung des Vorläuferzellenpools. Später dagegen teilen sie sich asymmetrisch, sodass aus einer Vorläuferzelle eine Zelle wird, die bleibt Vorläuferzelle und eine andere Zelle, die wandert hinauf in die kortikale Platte und spezialisiert sich da zur Nervenzelle. In einer anderen Art der Neurogenese kann diese Vorläuferzelle sich auch in eine Vorläuferzelle und eine sogenannte intermediäre Vorläuferzelle teilen, die sich noch einmal symmetrisch teilt, um zwei Neuronen zu erzeugen. Diese zwei Stufen der Neurogenese sind sowohl bei den Nagetieren, also bei der Maus, als auch bei Primaten und den Menschen zu unterscheiden. Aber bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde festgestellt, dass sich im Endausbau natürlich unser Gehirn extrem stark von dem einer Maus unterscheidet. Es waren vor allem Arbeiten von Ferdinand Hochstetter hier am Anatomischen Institut in Wien, die Grundlage für das gelegt haben. Hier ist eine Originalabbildung von Hochstetter, in der in einer unglaublich detaillierten Art und Weise die Entwicklung des menschlichen Kortex analysiert wurde. Und Hochstetter kam damals schon zu dem Schluss, dass es hier ganz grundlegende Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie diese Schichten angeordnet sind zwischen der Maus und dem Menschen. Später wurde das vor allem von Pascal Rakisch stärker präzisiert. Und das führte zur sogenannten Radial Column Hypothesis. Was Pascal Rakisch gezeigt hat, war, dass bei der Maus die Vorläuferzellen Neuronen ausbilden und diese Nervenzellen kommen immer genau über den Vorläuferzellen zu liegen. Also es bilden sich Säulen von Nervenzellen aus, die alle von gemeinsamen Vorläuferzellen kommen. Das ist beim Menschen anders. Beim Menschen ist die Zahl der Nervenzellen, die gebildet werden, von einer bestimmten Menge an Vorläuferzellen unendlich viel größer. Und dadurch kommt es zu einer Ausdehnung
des Cortex. Und das ist mit eine der Ursachen dafür, warum unser Cortex diese Windungen hat, der Mauscortex aber nicht. Und erst vor 2 Jahren ist die Ursache dafür festgestellt worden. Es wurde gezeigt, dass der menschliche und Primatenkortex, aber nicht der Mauskortex, eine bestimmte Anzahl, einen bestimmten Zelltyp enthält, die nennt man die äußeren Radialglia-Zellen. Und was diese Zellen machen ist, sie sind Verstärker für Nervenzellen. Also während bei der Maus pro Vorläuferzellteilung eine Nervenzelle oder 2 Nervenzellen erzeugt werden, werden beim Menschen pro Zellteilung eine sogenannte äußere Radialgliazelle erzeugt und die teilt sich weiter asymmetrisch und kann dann bis zu 200 Neuronen erzeugen. Also bei der Maus 1 oder 2 Neuronen pro Zellteilung und bei uns bis zu 200 Nervenzellen. Und das ist, es ist einerseits eine gute Nachricht, weil sie uns verstehen hilft, warum wir doch so viel gescheiter sind als die Mäuse. Zum anderen aber ist es eine schlechte Nachricht, weil es natürlich die Maus nicht unbedingt zum idealen Modellsystem macht für das Verständnis der Cortex-Entwicklung. Ein zweiter Grund dafür ist hier gezeigt. Dieses Argument beruht vor allem auf einer Erkrankung, die nennt sich Mikrozephalie. Patienten, die unter Mikrozephalie leiden, leiden unter einer sehr, sehr stark verringerten und unter einem sehr, sehr stark verringerten Volumen des Cortex. Das ist eine sehr erstaunliche Krankheit, denn bei sozusagen primären Mikrozephalie kann der Cortex, das Cortexvolumen auf 1/3 schrumpfen, während alle anderen Organe und Körperteile eigentlich kaum betroffen sind. Viele Gene sind identifiziert worden, die für diese Mikrozephalie verantwortlich sind. Das bekannteste ist ASPM. Wenn man die entsprechende Mutation in der Maus macht, dann kommt es auch zu Defekten, zu ganz leichten Defekten, aber auf gar keinen Fall zu diesen enormen Gehirndefekten, die man beim Menschen entdeckt. Das heißt, bestimmte neurologische Erbkrankheiten, unter denen Menschen leiden, können wir in der Maus nicht modellieren. Und deswegen gab es viele Versuche, die menschliche Gehirnentwicklung am Menschen zu untersuchen. Wie kann man das nun machen? Die einfachste Art und Weise ist, man nimmt menschliches Gewebe. Man kann menschliches Gehirngewebe aus einer Abtreibungsklinik bekommen. In manchen Ländern leichter als in anderen. Und einem Team in Kalifornien ist es gelungen, sogar lebende Hirnschnitte aus abgetriebenen Föten zu machen und darin die Zellbewegung in die verschiedenen Schichten des Cortex zu beobachten. Das sind Experimente, die sind erstens ethisch problematisch, aber auch zweitens praktisch problematisch, denn das Timing dieser Experimente hängt sehr, sehr stark von der Verfügbarkeit von Material ab und auch die N-Zahlen, also die statistische Signifikanz dieser Experimente ist manchmal sehr dürftig. Deswegen gab es schon sehr viele Versuche, Aspekte der menschlichen Gehirnentwicklung in Kultur nachzumachen. Das Berühmteste sind diese sogenannten Rosetten. Hier werden kortikale Vorläuferzellen kultiviert und die bilden doch tatsächlich ein apikales kleines Lumen aus. Hier sind dann die Vorläuferzellen, die teilen sich asymmetrisch und die Nervenzellen wandern dann nach außen. Ein bestimmter Aspekt der Gehirnentwicklung wird hier nachgebaut, aber natürlich ist das kein sich entwickelndes Gehirn. Deswegen war es vor allem der Shiki Sasai, der angefangen hat, diese Kulturen in 3D nachzubauen. Und was dem Labor von Lachiki Sasai gelungen ist, ist mehr oder weniger 3D-Kulturen zu machen, die viele dieser Organoide, dieser Rosetten in einer dreidimensionalen Struktur enthalten. Jedes dieser Rosetten enthält ein kleines Lumen, das ist größer als hier, aber trotzdem ist die dreidimensionale Organisation nicht ausreichend, um hier Erbkrankheiten zu studieren. Und aus diesem Grund haben wir, wenn ich sage wir, dann ist es vor allem Madeleine Lancaster, eine Postdoktorandin in meinem Labor, versucht, ein System zu entwickeln, um die menschliche Gehirnentwicklung in Kultur nachzubauen. Und das System, das Madeleine in meinem Labor entwickelt hat, ist hier zusammengefasst. Was wir machen, ist, wir nehmen menschliche, humane, embryonale Stammzellen oder iPS-Zellen, kultivieren die,
überlassen sie sich selbst, sodass sie sogenannte Embryoid Bodies, also Embryonalkörper ausbilden, die zunächst Ektoderm, Endoderm und Mesoderm enthalten. Dann wird das Medium gewechselt auf eine Art und Weise, dass Endoderm und Mesoderm nicht überleben können und wir bekommen diese Kugeln aus Neuroektoderm. Und das Neuroektoderm ist der Teil des Embryos, aus dem sich auch das Gehirn entwickelt. Diese Kugeln werden dann eingebettet in einen Tropfen aus Matrigel. Matrigel ist eine kollagenartige Substanz, die aus einer menschlichen Tumorzelllinie erzeugt wird und mehr oder weniger der extrazellulären Matrix entspricht. Und darin fühlen sich die meisten embryonalen menschlichen Zellen sehr wohl. Und was man denen dann zeigen konnte, ist, dass innerhalb von 2 Wochen, wenn man diese Neuroektoderm-Kugeln in Matrigel kultiviert, sich komplexe Strukturen ausbildet. Diese Strukturen bilden sich zunächst in Kultur aus und dann geben wir diese Strukturen in einen sogenannten Spinning Bioreactor. Das ist ein super fancy Word für einfach eine Flasche, die gerührt wird. Und die Strukturen, die sie ausbilden, sind hier gezeigt und auf den nächsten Dias ein bisschen genauer. Das ist ein Beispiel eines solchen Organoids. Hier sieht man einen sich entwickelnden menschlichen Cortex. Hier ist der laterale Ventrikel, hier ist ein zweiter Cortex und hier ist ein dritter Cortex und jeweils ein lateraler Ventrikel dazu. Hier ist ein zweites Beispiel. Wo hier der Cortex ist, weiß ich nicht, denn ein Problem ist, dass wir diese Organoide nicht orientieren können. Was wir aber sehen können, ist hier ein sich entwickelndes menschliches Auge. Hier ist eine pigmentierte Retina und ich werde Ihnen später zeigen, dass wir Schnitte durch diese Retina machen können und zeigen können, dass die verschiedenen Schichten der in sich entwickelnden Retina genau dem entsprechen, was man in einem Menschenembryo auch findet. Hier ist ein Querschnitt durch ein solches Organoid. Hier ist der sich entwickelnde Cortex. Die Vorläuferzellen sind rot gezeigt. In grün ist die Kortikalplatte. Und wenn Sie sich erinnern an das Bild, das ich Ihnen vorher von dem sich entwickelnden Cortex gezeigt habe, dann entspricht diese dreidimensionale Struktur sehr genau dem, was man in einem Embryo auch findet. Was aber wichtiger noch ist, ist, dass diese Organoide eben nicht nur den dorsalen Cortex enthalten, sie enthalten auch eine Region, das nennt sie der Choroid Plexus, das ist die Region, die unsere Cerebrospinalflüssigkeit erzeugt, und sie enthalten andere Gehirnregionen, von denen sie hoffentlich sehen, dass sie anders organisiert sind. Also was stattfindet in diesen Organoiden, ist eine Spezifizierung von bestimmten Gehirnareal. Also wir glauben, dass wir hier ein dreidimensionales Kultursystem erzeugt haben, das die Entwicklung eines frühen embryonalen menschlichen Gehirns sehr, sehr gut nachbildet. Diese Arbeiten haben sehr, sehr viel Medienecho erzeugt. Einige dieser Nachrichten waren seriöser als andere, aber haben sie immerhin auch ins chinesische Fernsehen geschafft und auch wenn ich ansonsten nicht jemand bin, der besonders scharf drauf ist, viel in der Zeitung zu stehen, glaube ich, dass das doch eine sehr gute Werbung war für Österreich und insbesondere Wien als Forschungsstandort. Insgesamt gab es über 800 Zeitungsartikel über diese Arbeit. Und ich möchte nun den Rest meiner Zeit damit verbringen, Sie davon zu überzeugen, dass wir diese Organoide verwenden können, um menschliche Erbkrankheiten nachzubilden. Hier zeige ich Ihnen, welche Teile des Gehirns in den Organoiden vorhanden sind. Wir finden immer den dorsalen Cortex. Wir finden den ventralen Cortex in einem Drittel unserer Organoide. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum das wichtig ist. Den Choroid Plexus finden wir in 2 Drittel der Organoide, in etwa 10% der Organoide finden wir eine Retina und ganz selten finden wir auch einen Hippocampus. Ich sollte fairerweise sagen, dass der Hippocampus oder Cerebellum manchmal vorhanden sind, aber sicherlich nicht so organisiert sind, wie sie das endogen wären. Also dafür sind die Organoide nicht geeignet. Der Grund, warum es wichtig ist, den dorsalen und ventralen Cortex zu haben, ist, weil unser dorsaler Cortex, also unsere Großhirnrinde, aus 2 Arten von Neuronen, grob gesprochen, besteht, nämlich aus erregenden Neuronen, die innerhalb des Cortex entstehen, und aus inhibierenden Neuronen, die auf der ventralen Seite
erzeugt werden und dann lateral in den dorsalen Kortex einwandern. Diese wandernden Neuronen kann man mit einem Antikörper gegen Calretinin anfärben und wir können tatsächlich zeigen, dass diese Wanderung von der ventralen Seite auf die dorsale Seite in diesen Organoiden immer dann passiert, wenn die Organoide dorsalen und ventralen Kortex haben. In den Organoiden, wo wir den ventralen Kortex nicht nachweisen können, finden wir diese wandernden Neuronen nicht. Und das zeigt uns, dass die verschiedenen Gehirnareale, die es in unseren Organoiden gibt, auf eine sehr, sehr produktive Art und Weise miteinander interagieren können. Eine Sache, die natürlich sehr wichtig ist, sind diese Nervenzellen in den Organoiden aktiv, feuern die. Die Art und Weise, wie wir das nachgewiesen haben, ist Calcium Imaging. Da wird das Organoid gebadet in einer Substanz, die fluoresziert in einer kalziumabhängigen Weise. Also immer wenn die Nervenzelle ein Aktionspotenzial abfeuert, dann entsteht da ein Lichtblitz. Und Sie sehen in diesen Filmen, dass diese Neurone in den zerebralen Organoiden elektrisch aktiv sind und Aktionspotenziale feuern. Diese Aktionspotenziale können wir stimulieren durch Zugabe von Glutamat, dem Neurotransmitter, der im Gehirn aktiviert. Und wir können sie verhindern, wenn wir mit Tetrodotoxin die synaptische Transmission verhindern. Das heißt, es zeigt uns, dass die Neuronen in diesen Organoiden aktiv sind und wahrscheinlich über Synapsen miteinander in Verbindung stehen. Wir haben uns dann auf den dorsalen Kortex fokussiert. Der Grund ist, weil das der Teil ist, der doch am besten in unseren Organoiden nachgebildet ist. Ich zeige Ihnen hier zum Vergleich einen Cortex aus einem unserer Organoide und hier einen Schnitt durch ein Mausgehirn zum Vergleich. Zu diesen frühen Stadien sind Maus und menschliches Gehirn noch identisch und Sie werden sehen, dass die Ventrikulärzone und die Kortikalplatte hier perfekt normal organisiert sind und zu diesem Stadium die Organoide noch ununterscheidbar sind von dem, was sich endogen abspielt. Unsere Organoide aber spiegeln auch die menschlichen spezifischen Merkmale des Cortex wieder. Hier ist die sogenannte Outer Subventriculus und das sind diese äußeren Radialgliazellen, die menschenspezifisch sind und die bei der Maus nicht vorkommen. Und histologisch und in allen Merkmalen entsprechen diese Zellen in den Organoiden dem, was man im menschlichen Embryo auch findet. Ein charakteristisches Merkmal dieser Vorläuferzellen ist, dass dass ihr Zellkörper rauf und runter wandert und auch das können unsere Organoide nachstellen. Sie sehen hier die Wanderung eines solchen Zellkerns nach oben, wo er sich dann mitotisch teilt. Aber die Schlüsselfrage ist natürlich, können wir jetzt diese Organoide verwenden, um menschliche Erbkrankheiten nachzubauen? Dazu haben wir zusammengetan mit einem Neurologen aus Edinburgh, der an Mikrozephalie arbeitet und mit einem Patienten arbeitet, der an einer sehr schweren Form von Mikrozephalie leidet. Wir konnten Fibroblasten von diesem Patienten bekommen und nachweisen, dass er eine Null-Mutation trägt in einem Gen, das nennt sich CDK5-RUP2. Es gibt einen Antikörper gegen dieses Protein und tatsächlich ist dieses Protein bei dem Patienten nicht vorhanden. Wir haben uns dann mit Josef Penningers Labor zusammengetan und iPS-Zellen aus diesen Patientenfibroblasten hergestellt. Wir haben sehr viele solche Linien gemacht, alle Experimente sind mit mehreren dieser Linien gemacht, aber ich werde Ihnen immer nur ein Beispiel zeigen. Und dann haben wir diese iPS-Zellen verwendet, um Kontrollorganoide und Patientenorganoide herzustellen. Das ist also ein Kontrollgehirn und ein Gehirn oder ein Gehirnmodell, das genetisch identisch ist mit diesem Mikrozephalie-Patienten. Und was Sie sicherlich gleich sehen können, ist, dass dieses Organoid sehr, sehr viel kleiner ist. Hier im Kontrollgehirn ist eine schön ausgebildete Ventrikulärzone. Die differenzierenden Neurone sind in großer Zahl vorhanden und liegen darüber. Bei dem Patientenorganoid aber ist nur eine sehr, sehr schwach ausgebildete Ventrikulärzone vorhanden. Es sind Neuronen vorhanden, aber nur in sehr viel geringerer Zahl. Das heißt, zum ersten Mal können wir jetzt diese Mikrozephalie in Organkultur nachbauen. Und jetzt können wir natürlich zurückgehen und fragen, warum sind jetzt diese Organoide so viel kleiner als die Kontrollorganoide?
Organoide. Und das zeige ich Ihnen hier. Was wir feststellen konnten, ist, ich habe Ihnen vorher gesagt, dass sich die Vorläuferzellen zuerst symmetrisch teilen und mehr Vorläuferzellen machen und irgendwann schalten sie um zu einer asymmetrischen Teilung, wo eine Vorläuferzelle und eine Nervenzelle dann macht. Und das passiert in den Patienten viel zu früh. Hier ist ein sehr frühes Kontrollorganoid. Diese Organoide wurden 22 Tage kultiviert und was Sie sehen können, in diesem Stadium gibt es Vorläuferzellen, aber noch keine Nervenzellen. Wenn wir im gleichen Stadium ein Patientenorganoid uns anschauen, dann sehen wir, dass es hier auch Vorläuferzellen gibt, aber erst einmal sehr viel weniger und zweitens, dass hier schon Nervenzellen ausgebildet wurden. Und mit diesem Experiment und vielen anderen Experimenten, in denen wir die Lineage dieser Zellen genau uns angeschaut haben, hat uns zu dem Schluss gebracht, dass dieses Umschalten von der symmetrischen zur asymmetrischen Zellteilung, das übrigens damit zusammenhängt, dass die Orientierung dieser Zellteilung beim Patienten falsch ist, dass das die Ursache ist. Also Neuronen, Nervenzellen werden zu früh gebildet, dadurch expandieren aber die Vorläuferzellen nicht genug und es werden insgesamt viel zu wenig Neuronen gebildet. Was können wir nun mit diesen Organoiden machen? Wir hoffen, oder wir sind jetzt schon dabei, weitere Mikrozephalien zu modellieren. Wir haben Patienten, die Mutationen in anderen Mikrozephaligenen tragen, haben da iPS-Zellen erzeugt und sind dabei, Organoide zu machen. Das Zweite ist, wir versuchen, reverse Genetik zu machen. Was heißt das? Das heißt, im Augenblick, wenn man den Verdacht hat, dass ein bestimmtes Gen für einen bestimmten Prozess im Menschen verantwortlich ist, dann kann man letztendlich den Beweis nie antreten. Mit diesen Organoiden kann man das jetzt machen. Es geht um ganz bestimmte Gene, von denen wir wissen, sie haben was mit der asymmetrischen Zellteilung zu tun. Und wir können nun diese Gene gezielt in menschlichen embryonalen Stammzellen ausschalten, dann Organoide davon machen und fragen, was passiert jetzt mit der Gehirnentwicklung. Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist die Analyse von Krankheitsgenen. Die Art und Weise, wie bestimmte Erbkrankheiten auf bestimmte Gene zurückgeführt werden, ist rein korrelativ. Es werden Mutationen entdeckt in bestimmten Genen. Es wird natürlich auch die Abstammung untersucht, aber letztendlich der stringente Beweis, dass eine bestimmte Mutation für einen bestimmten Krankheitsphänotyp verantwortlich ist und eben nicht der genetische und epigenetische Hintergrund, den kann man beim Menschen nicht antreten. Aber wir können das nun. Wir haben zum Beispiel diese Mutation in CDK5-RAP2 in diesem Patienten bereits repariert. Und interessanterweise kommt es zu einer größtenteils Reversion des Phänotyps. Also das Gen ist tatsächlich dafür verantwortlich, aber es sind bestimmte Aspekte der Gehirnentwicklung, die dann immer noch abnormal sind. Und wir schauen gerade, ob das am genetischen Hintergrund liegt. Das ist besonders wichtig für Erbkrankheiten, bei denen die Gene, die dahinter liegen, nicht verantwortlich sind. Und da denke ich vor allem an Schizophrenie, wo es zwar einzelne Gene gibt, die für die Krankheit verantwortlich sind, aber im Allgemeinen ist Schizophrenie eine multigenetische Erkrankung. Und diese Methode würde es uns erlauben, dann die einzelnen Gene, die in Patienten anders sind als in gesunden Menschen, zu untersuchen auf ihren Beitrag zum Krankheitsphänotyp. Dazu müssen wir aber die Organoide erst weiterentwickeln. Das größte Problem im Augenblick ist, dass es keine Blutgefäße in den Organoiden gibt. Das ist etwas, was sicherlich der nächste Schritt sein muss, sowohl für uns als auch für alle anderen Leute, die an Organoiden arbeiten. Und dann hoffen wir, dass wir auch Krankheiten untersuchen können, die unter denen mehr Menschen leiden als unter der Mikrozephalie. Zusammenfassend hoffe ich, Ihnen einen Überblick gegeben zu haben über dieses moderne Feld der Stammzellforschung. Ich habe Ihnen gezeigt, dass menschliche Zellen eine enorme Fähigkeit haben, sich selbst zu organisieren. Ein Phänomen, das schon vor sehr langer Zeit entdeckt worden ist, aber jetzt erst angewandt wird, dass man Organoide aus iPS-Zellen von jedem beliebigen Patienten innerhalb einer
angemessenen Zeitspanne erzeugen kann, dass bisher Darm, Retina, Gehirn, Niere und Leber erfolgreich nachgebaut wurden. Und im Tierversuch gibt es noch andere Organoide, die nachgebaut wurden, aber hier muss das Ganze erst auf den Menschen übertragen werden. Wie gesagt, das ist ein Abriss des augenblicklichen Stands und ich hoffe, dass wir in 5 bis 10 Jahren soweit sind, dass auch in der Klinik diese Art von Technologien angewandt werden können. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass wirklich die gesamte Arbeit aus meinem Labor von Madeleine Lancaster, einer wirklich unglaublich talentierten jungen Wissenschaftlerin, gemacht wurde. Es gab eine Doktorandin und eine TA, die dabei geholfen haben. Ich möchte mich auch bei Josef Penninger bedanken für die iPS-Zellen. Ich möchte mich vor allem auch bei den Patienten und der Familie bedanken dafür, dass sie uns dieses Material zur Verfügung gestellt haben. Hier sind unsere klinischen Kooperationspartner. All das wäre nicht möglich ohne die großzügige Forschungsförderung, die wir bekommen. Ich möchte mich ganz besonders beim FWF bedanken, der mir den Wittgenstein-Preis verliehen hat. Und dieser Wittgenstein-Preis ist die einzige Art von wissenschaftlicher Förderung, die so völlig verrückte Art von Forschung möglich macht. Und ich sage das ganz bewusst zu dieser Zeit, wo der FWF in einer Krise steckt, die meines Erachtens nicht gut fürs Land ist. Und dann bedanke ich mich bei der Gesellschaft der Ärzte für die Einladung und bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.